Oh, Feuertürme noch. Einer jedenfalls. Ein ehrloser Hinterhalt! Die Linien dürfen nicht brechen! Eure Gegenwehr ist vergebens! Ein ehrloser Hinterhalt! Da ist auch noch mal einer. Die Linien dürfen nicht brechen! Norn ist mit uns. Endlich. Naja, erstmal nicht auf Hoch ausgehen. Ein ehrloser Hinterhalt. Guter Lederhelm. Lederbeindinge. Eure Gegenwehr ist vergebens. Norn ist mit uns. Lasst uns kämpfen. Ein feiger Angriff. Noch mehr Ausrüstung. Für die Macht Norns. Für die Ehre. Vorwärts, Krieger. Für die Ehre. Ruhm und Ehre. Zone der Heilung. Bereit. Auf meinen Befehl. Schnell. Sofort. Ja, erstmal kämpfen wir um Worim herum. Die Linien dürfen nicht brechen. Sacken alles so ein, was wir so finden. Für die wird uns noch. Die Schlacht ist nahe. Gebt euren Befehl. Für die Ehre. Kiste, die wir auf meinen können. Befehl. Ein ehrloser Vorwärts. Hinterhalt. Sofort. Schnell. Eure Gegenwehr ist vergebens. Für die Macht Norns, Krieger. Die Linien dürfen nicht brechen. Okay, das war nicht vorhin. So, alle mit die Linien dürfen nicht brechen. Gebt euren Befehl. Mögt ihr scharfzeugen Schlundenten, Runenknecht. Der Tod ist nur der Anfang. Okay, Worim ist jetzt pisst. Worim ist tot. Für die Macht Norns. Norn ist mit uns. Die Schlacht ist nahe. Auf meinen Befehl. Für die Macht. Die Linien dürfen nicht brechen. Haut mal da drauf ein. So, Worim hat das? Ein ehrloser Hinterhalt. Die Rune, die wir brauchen. Lasst uns kämpfen. Ruhm und Ehre. Norn. Vorwärts, Norn. Das hat auch gute Erfahrungspunkte gebracht. Thank you.
So. Für die Ehre. Ruhm und Ehre. Dann sammeln wir mal ein, was es hier noch so gibt an Truppen. Gebt von uns. Euren Silbern Befehl. Glitzert der Tod. Vorwärts, Krieger! So, das heißt, wir können jetzt Reovis, der auch Stufe 10 ist. Stufe 9 ist. Auch mal reinzockeln. Reovis hat Armbrust. Gucken wir mal, wir hatten hier ja eine Armbrust. Genau, nämlich die Meuchler-Armbrust. Kann er haben. Geschärfter Orkdolch. Kannst du auch ein Kettenhemd aus alter Zeit tragen? Ja. Dann kriegst du das Teil. Du kannst keine von den besseren Beinschienen tragen, ich auch nicht. Also musst du die hier halten. Oh, der Ring ist gar nicht mal so schlecht. Kann ich allerdings nicht benutzen. Ich kann den Glücksbringer benutzen. Und den Ring der sieben Winde kann ich auch benutzen. Na gut, dann kriegst du halt den hier. Wobei du den eigentlich kriegen solltest. Egal. Und so einen kriegst du noch. So. Helmmäßig kannst du nur solche tragen. Also kriegst du so eine. Gut. Ist alles hier versammelt, was versammelbar ist? Nein, da fehlt noch ein Skelett. So, dann können wir noch dem Weg hier folgen. Die paar Steingolems platt machen und die Kiste da plündern. Oh, hier hatten wir noch eine Kiste. Die haben wir geplündert. Hier oben ist keine. Die haben wir. Oh, Heilzauber. Ein Helm. Hä? Ach so, ein Helm. Okay. Wäre schön, wenn wir noch ein Level abkriegen könnten. Wäre aber wahrscheinlich zu viel des Guten. Wir werden angegriffen. Ich glaube nicht, dass die paar Steingolems, die hier, sich hier rumtreiben. Das ist ein Hinterhalt. Mir genug Erfahrungspunkte geben. Ja, kehrt nach Miratur zurück. Reovis Rune ist gefunden und kann der Angriff auf Miratur beginnen. Kehrt nach Miratur zurück und begebt euch zum östlichen Lager der Flüchtlinge. Linien müssen halten. Gut, den aktivieren.
Linien müssen halten. Noch eine Münze, eine Nordklinge. Eine Nordklinge. Das ist mir interessant. Die kannst du nämlich führen, die Nordklinge. Gut. Das heißt, hier ist nichts mehr zu erledigen. Jedenfalls im Augenblick nicht. Wir haben die komplette Map gesäubert, inklusive der Kriecher. Wir können jetzt das Portal in die Echosümpfe aus den Echosümpfen zurücknehmen, also den Stein nach Miratur zum Portal in die Echosümpfe. Es ist soweit. Rufe die beiden Runenkrieger herbei. Dann können wir den Angriff auf die Stadt beginnen. Die Echosümpfe sind abgeschlossen. Rufe die Helden am Monument. Benutze das Runenmonument, um Dunha und Riovis zu rufen. Dann wird sich der Widerstand im Kampf um die Stadt anschließen. Ja, ich hätte trotzdem gern Level 10 gehabt. Dann hätte ich, könnte ich noch Gitzo rufen. Dann hätte ich wenigstens 3 Helden. Aber Dunhan und Reovis müssen da wohl als Unterstützung reichen für uns. Haben ja dasselbe Level sogar wie wir. Ja, ein paar Eismagier und Schwertmeisterinnen und so. Komm zum östlichen Lager, sobald die Krieger beschworen sind. Questbuch aktualisiert, sollte uns sogar Erfahrungspunkte gebracht haben? Ja, aber nicht viele. Zu euren Alles klar. Auf mein Mir Kommando. Nach. Und los. Ja, das Portal nach Schaldun. Ist zum Glück verschlossen. Das Rote Imperium klingt nämlich nicht gerade nach einer freundlichen Kompanie. Zu euren Diensten. Ja, Riovis hat Feuerschild, Feuerschlag. Kommt heraus aus euren Höhlen! Die Zeit des Klagens ist vorbei! Zu den Waffen! Werden Dunhan und Riovis uns anführen? Ihre Kraft dient jetzt diesem Runenkrieger. Sie werden an unserer Seite kämpfen. Gegen Elfen? Diener des Lichts? Gegen Orks und Sklaventreiber zu kämpfen, war etwas anderes. Lasst euch nicht blenden von ihrer Schönheit. Sie sind kalt und grausam wie das Eis.
Bleibt ihr nur bei eurem Lagerfeuer und euren Geschichten, alter Mann. Aber jeder, der Mut hat und Dunhan und Reovis seine Ehre erweisen will, der folge mir! Auf in die Stadt! Folgt mir. Ja, jetzt haben wir Truppen. Unsere Spione werden die Tore öffnen. Kommt! Schnell! Also, das ganze Lager hier ist jetzt unter unserem Kommando. Oh, du hast noch was zu sagen. Stehe bereit. Verstanden.